irgendwas dir anschaust, was haram ist, dass er dir sagt, اتق الله. Dass er dich erinnert mit dem Gebet, wir müssen beten. Dass er dich erinnert mit freiwilligen Fasten. Dass er dich erinnert mit einem Krankenbesuch. Dass er dich erinnert mit Spenden. Und so weiter und so fort. Weil es gibt die und die Freunde. As-Sahib, Sahib. Es gibt die und die Freunde. Es gibt entweder Freunde, die ziehen dich nach Jahannam, oder Freunde, wal-Iyadu Billah, die ziehen dich ins Paradies. Die nehmen dich mit. Das ist wie eine Welle. Du läufst mit. Und in den meisten Fällen, man ist Mitläufer. Mit den Freunden. Sind deine Freunde Verbrecher, bist du Verbrecher. Sind deine Kollegen Disco-Gänger, bist du Disco-Gänger. Du gehörst dazu. Sind deine Freunde gottesfürchtige Menschen, bist du inshallah ta'ala auch einer der Gottesfürchtigen. Deswegen muss man sehr darauf achten. Deswegen war Grundvoraussetzung für diese Person, dass er von dieser Stadt umzieht zu einer Stadt, wo gute Menschen gibt. Währenddessen kam Malak al-Maut, kam der Todesengel. Und das muss uns auch klar sein, liebe Geschwister. Wallahi, keiner von uns weiß, wann er seinen Termin hat, seinen festgesetzten, festgeschriebenen Termin hat mit Malak al-Maut. Keiner von uns weiß das. Subhanallah, gestern noch so ein Stapel Sünden, heute Tauba und ist auf dem Weg von der schlechten Stadt zu der guten Stadt. Und dann kommt der Malak al-Maut und entnimmt seine Seele. Und dann streiten sich die Engel des Guten mit dem Engel des mit dem Bösen, mit den Engeln des Bösen. Mit den Engeln der Bestrafung. Die Engel der Bestrafung wollen ihn packen, mitten in die Hölle nehmen. Und die Engel des Guten, der Barmherzigkeit, wollen ihn ziehen und ins Paradies bringen. Und jetzt greift Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala setzt fest, dass diese Person ins Paradies kommt. Weil er eine ehrliche und aufrichtige Reue abgelegt hat. Und weil er auf dem Weg war zu dieser guten Stadt und weil er dieser guten Stadt näher war. In einer anderen Überlieferung wird überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gegeben hat zu der Erde, dass die Erde sich bewegen soll, dass er der guten Stadt näher ist. Guckt mal, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen, liebe Geschwister, egal wie schlimm eine Person war, egal wie schlimm, ob Mann oder Frau, egal wie schlimm, wallahi, man darf nie die Hoffnung aufgeben auf der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir dürfen auch nie die Hoffnung aufgeben, mit diesen Leuten zu sprechen. Und wir dürfen diese Leute auch nie aufgeben und sagen, der ist vorbei. Es gibt Leute, wallahi, die gesagt haben, wenn der Typ zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, das ist eher wahrscheinlicher, dann ist eher wahrscheinlicher, dass der Satan Muslim ist. Und diese Leute sind zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt und sie sind besser geworden als viele Muslime. Und das sieht man auch heute in vielen Konvertiten. Viele Deutsche, die Muslime geworden sind, oder andere Nationen, die Muslime geworden sind, praktizieren den Islam besser als manche angeborene Muslime. Und das sieht man vor allem bei Schwestern, mashallah. Weil die Schwestern machen wirklich was durch heutzutage. Sie werden von jeder Ecke angegriffen. Von Kuffar sowieso. Das ist ja auch klar. Und von den Muslimen. Und dann siehst du, dass trotzdem, mashallah, Schwestern da sind, die an ihrer Religion festhalten und die ihren Hijab anziehen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat, die sich bedecken komplett, mashallah, und daran festhalten. Und das ist schwierig, das ist nicht einfach, liebe Geschwister. Vor allem, wenn man berücksichtigt, wie sie waren. Wenn du berücksichtigst, dass diese Schwestern in Kufr aufgewachsen sind, dass sie kein Haram kannten, dass es für die selbstverständlich war, nackt rumzulaufen mit Minirock, im Schwimmbad mit Bikini, ganz normal. Ist ja auch ganz normal hier im Lande. Und dann von heute auf morgen, mashallah, sie glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und an den jüngsten Tag und sie haltet sich daran fest und bedeckt sich, mashallah. Obwohl viele andere Muslime
die angeboren sind Muslime, was machen die? Die beleidigen dann solche Schwestern. Und die halten dann solche Schwestern davon ab. Du bist extrem, du bist krank. Hör doch auf. Ich kenne manche Familien, wallahi, manche Brüder erzählen mir, entweder türkische Brüder oder marokkanische Brüder, ein Bruder, der verheiratet ist mit so einer Schwester, mit einer deutschen Schwester, die dann Niqab getragen hat. Er hat Krieg zu Hause. Seine Mutter und seine Schwester bekriegen diese Frau und sagen, warum ziehst du Niqab an? Subhanallah. Anstatt froh zu sein, anstatt stolz darauf zu sein, auf jemanden, der seine Religion praktiziert, verfeindet man diese Leute. Guckt mal, wie die Lage sich verändert. Weil wenn wir uns nicht Gedanken machen, liebe Geschwister, über unsere Lage, wo wir uns gerade befinden, dann sind wir in einer Rafla. Yani in Vergesslichkeit. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Weil in jedem Moment kann die Strafe Allahs kommen. Wir sehen ja. In jedem Moment kann die Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala kommen. Unsere Lage, die Welt, befindet sich in einer sehr, sehr schlechten Lage. In einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Weil die Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist zu einem Level gekommen, der nicht zu toppen ist, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala wird geleugnet. Allah subhanahu wa ta'ala wird beleidigt. Allah subhanahu wa ta'ala wird etwas beigesellt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird beleidigt. Der Koran wird beleidigt. Die Gläubigen werden bekämpft. Denkt ihr, Allah subhanahu wa ta'ala lässt sowas einfach laufen? Denkt ihr, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht zornig über diese Lage? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala shadidul iqab. Allahs Strafe ist gewaltig, liebe Geschwister. Deswegen sehen wir jeden Moment, du machst Nachrichten an, Erdbeben, Überschwemmung. Dies, das. Warum all dies? Das sind Zeichen für uns, liebe Geschwister. Und Warnungen, dass wir aufstehen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ. Sind sich die Leute sicher, die sündigen? أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضِ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Erde unter ihren Füßen zieht. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala eine gewaltige Strafe auf sie schickt, ohne dass sie es bemerken. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Deswegen, liebe Geschwister, muss sich der Muslim immer Gedanken machen, wohin laufe ich? Wie steht meine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala? Habe ich einen guten Empfang? Habe ich einen guten Draht zu Allah subhanahu wa ta'ala? Habe ich einen guten Kontakt? Und das ist das, was man immer hinterfragen muss. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der Schlaue ist derjenige, der sich mit sich selber abrechnet. Und der sich für nach dem Tod vorbereitet. Weil dieses Leben, das wird vorbeigehen, oder zweifelt irgendjemand daran, dass er unendlich leben wird? Oder hat irgendjemand eine Garantie, dass er 60 Jahre leben wird? Oder 70 oder 80? Wie viele Menschen kennen wir, die